Guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt noch hier nahe Nizza in der Bucht von Ilfranche-Mer und für uns geht es dann gleich hier aus der Bucht raus. Und ja, wir warten jetzt noch auf ein bisschen Wind, dass wir dann heute Mittag oder Nachmittag die nächsten 20 oder 24 Stunden, je nachdem wie lange wir brauchen, nach Korsika rüberkommen. Aber vorher geht es für uns erstmal in schöne Nizza mit dem Bus und da Villefranche-sur-Mer so schön in der Mitte liegt, wo wir gerade ankern, nutzen wir die Gelegenheit und fahren am nächsten Tag dann direkt mit dem Bus nach Monaco. Das sind wir und das ist die Viking. Wir segeln mit unserer Halbergkassi 352 um die Welt. Ich bin Sophia und das ist mein Mann Mike. Hey! Mit uns auf der Reise ist auch unser Sohn Henry. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt, abonniert unseren Kanal, werdet Teil der Crew und kommt mit auf unsere Abenteuer. Folgt uns auf unserer Reise um die Welt. Hier sind wir noch in besagter Ankerbucht und von hier aus geht es jetzt gleich da oben in den Ortskern, wo wir dann mal Ausschau nach einer Bushaltestelle halten. Hier geht es die Serpentinen hoch bis zur Ortsmitte. Und oben angekommen haben wir auch unsere Bushaltestelle nach Nizza gefunden. Hier nochmal ein Blick von oben über die Bucht. Und schon sind wir mit dem Bus unterwegs. Für Henry, für den es übrigens seine allererste Busfahrt ist, der eigentlich jetzt schlafen sollte, ist es natürlich besonders aufregend. Von daher ist er jetzt hellwach. Hier nochmal eine tolle Aufnahme von der Bucht und genau da liegt unser Schiff. Angekommen im Hafen von Nizza begeben wir uns so langsam auf die Suche nach einem neuen Pfeil für unsere Harpune. Der letzte ist leider bei der Jagd verloren gegangen, von daher müssen wir uns erstmal ein Geschäft suchen, wo es sowas auch zu kaufen gibt und das stellt sich jetzt gar nicht so einfach heraus. Also Nizza ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Es sind wunderschöne Altbauten, eine tolle Innenstadt, viele Grünanlagen und ja, wer in der Nähe ist, sollte sich auf jeden Fall mal anschauen. Es lohnt sich. Wie man sieht, sind wir auch fündig geworden. Mike hat schon den Pfeil in der Hand und darf jetzt auch den ganzen Tag damit herumlaufen, da der natürlich nicht in unseren Rucksack reinpasst. Neben der tollen Altstadt hat Nizza aber auch noch einen richtig schönen Strand zu bieten und Palmen und wie man sieht, nutzen das hier einige. Von der Strandpromenade aus gehen wir dann noch ein bisschen über den Markt und schauen uns noch mal ein paar Geschäfte an und ja, Zeit kann man hier auf jeden Fall gut vertreiben.
Hier seht ihr den historischen Hafen von Nizza und so sieht er jetzt mittlerweile heute aus. So, das ist unser Tag in Nizza. Wir haben unseren Harpunenpfeil. Jetzt geht's zurück zum Schiff und Henry freut sich schon auf seine zweite Busfahrt. Am nächsten Tag stand der Monaco auf dem Plan. Sind wir wieder in einem neuen Hafen, in einer neuen Stadt. Und diesmal sogar auch in einem neuen Land. Entlang der edelsten Designerboutiquen führt unser Weg dann erstmal ins Casino. Das weltberühmte Casino von Monte Carlo schauen wir uns natürlich auch von innen an und wie man an der prachtvollen Einrichtung sehen kann, lohnt es sich auch, hier mal einen Blick hineinzuwerfen. Dank Henry wurde uns natürlich der Eintritt ins richtige Casino verwehrt und somit blieb auch unsere Bordkasse verschont. Und hier dann nochmal die Skyline von Monte Carlo, wenn man aus dem Casino herauskommt. Ja, mittlerweile ist es Mittag geworden und es ist Zeit für unsere Raubtierfütterung. Oh, da hat Sophia das Shopping Center von Monte Carlo entdeckt und schon sind wir auf dem Weg dorthin. Shopping Center von Monaco gibt sogar überall Marmorboden und Kronleuchter an den Decken und total coole Läden mit Glitzerschuhen und Diamanten und Kristallen und ja, alles funkelt und glänzt. Nachdem wir aus dem Shopping Center raus sind, brauchen Henry und ich erstmal etwas Entspannung hier im nebenanliegenden Park. Das hier unten sind die Straßen von Monte Carlo, wo sonst die Formel 1 Rennen stattfinden. Das ist definitiv eines der merkwürdigsten Segelboote, die wir je gesehen haben. Das hier ist auf jeden Fall die schönste Yacht, die ich je gesehen habe. Ein Traum in Türkis. Ja, mit Baby in der Trage zu essen ist schon eine Kunst für sich.
Ja, eigentlich wollten wir nur mal eben zurückfahren zum Schiff, aber das hat sich jetzt gar nicht so einfach herausgestellt, denn wir mussten erstmal die richtige Haltestelle suchen, denn die ist nicht wie in Deutschland üblich einfach auf der anderen Straßenseite, sondern irgendwie 3 Querstraßen weiter. Dann haben wir endlich die Haltestelle gefunden. Der Bus kam auch irgendwann, allerdings war er so voll, dass er keinen mehr mitgenommen hat und einfach geradeaus durchgefahren ist. Mit dem nächsten Bus war es nicht anders. Auch der war so voll, dass er wieder geradeaus durchgefahren ist. Weitere wutentbrannte 40 Minuten später hat uns dann erst der dritte Bus mitgenommen. Was gibt es zu essen? Es gibt Kartoffeln mit Zwiebeln, karamellisierte Zwiebeln, Eiern und Erbsen und Möhren aus der Dose. Mit etwas über 2 Knoten ging es dann los Richtung Korsika. Irgendwann wurde es dann auch ein bisschen schneller. Wir haben dann auch einen kleinen Laufsteig gebaut, wie man es gleich sieht. Und dann konnte er sich auch selber noch ein bisschen beschäftigen. Ja, so richtig schnell vorangekommen sind wir eben nicht. Da hinten sieht man leider immer noch Monaco. Aber im Verlauf wurde es dann doch langsam etwas schneller und am Ende sind wir doch recht gut eigentlich durchgekommen. Nachts sind wir relativ konstant durchgekommen mit 3 bis 4 Knoten, Halbwindkurs. Und da hat Mike erstmal die Stellung gehalten. Ich habe in der Zeit geschlafen und nach Henry geguckt. Ja, wer nachts nicht schläft, muss dann wohl tagsüber sein Schlaf ein bisschen nachholen. Wie man anhand des Geschwindigkeitsmessers sieht, haben wir uns auf jeden Fall deutlich gesteigert. Mittlerweile machen wir wirklich 6 bis 7 Knoten und kommen super durch. Weniger Zeit gebraucht als ursprünglich gedacht. Wir sind jetzt in knapp 21 Stunden oder so rübergekommen. Ja gut, wir sind noch nicht ganz da, aber da ist es. Korsika. Angekommen auf Korsika sind wir in der Bucht vor dem kleinen Örtchen Calvi und hier ging es dann erstmal eine Runde schwimmen. Der Ort Calvi hinter mir zu sehen, den schauen wir uns dann im nächsten Video an und dann geht es auch die gesamte korsische Westküste über Scandola und so weiter runter bis nach Bonifacio und schließlich nach Sardinien. Musik.